Monika Helfer, Sie sind eine Autorin, die nicht nur in Vorarlberg sehr beliebt ist, sondern auch weit über unsere Landesgrenzen bekannt ist. Vor kurzem ist Ihr neues Buch mit dem Titel Fati erschienen. Es ist auch so ein erfolgreiches Buch wie das vorige, Die Bagage. Beide greifen in Ihre Vergangenheit zurück. War Fati als Fortsetzung gedacht? Eigentlich nicht. Ich hatte Die Bagage geschrieben und dann hatte ich mir gedacht, oh, da sind noch so viele Sachen offen. So viele Leute sind damit angefangen, in Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe ein zweites Buch. Und dann ist mir mein Vater eingefallen. Es geht natürlich um Ihren Vater, aber eigentlich auch um Ihre ganze Ursprungsfamilie. Ist es immer so, dass Sie einen Charakter in den Umständen einbetten, damit man ihn besser versteht? Ja, schon. Ich meine, es ist auch so, dann ist es ja irgendwie wieder eine Fortsetzung der Bagage. Also die Leute aus der Bagage nehme ich mit in den Vati. Und der wird dann auch zu einem aus der Bagage, oder? Dadurch, dass er meine Mutter geheiratet hat. Und dann fügt sich alles wieder so schön. Wo hört denn die Bagage auf? Hört es mit Ihnen auf, mit Ihren Kindern? Ich glaube, wenn man die hört, vielleicht nie auf. Ich weiß es nicht. Außer es gibt keine Kinder mehr. Aber also ich rechne auch. Mein Mann hat mich gefragt, bin ich eigentlich auch einer aus der Bagage? Sag ich, natürlich bist du einer aus der Bagage. Viele Leute hätten den Mut nicht dazu, so intime Sachen aus ihrer Familie zu schreiben. Haben Sie da Schwierigkeiten oder fällt es Ihnen eher leicht, über Ihre Familie zu schreiben? Dadurch, dass ich auch nicht hundertprozentig autobiografisch bin oder biografisch bin, ist es ja auch viel Fiktion dabei. Und ich kann mich immer ausreden und sagen, es ist auch Fiktion. Also sollte mich einer fragen und sagen, das stimmt ja nicht, dann sage ich, oh, natürlich stimmt es nicht. Ich habe mir einiges dazu gedacht, einiges erfunden. Und das gibt mir so viel Freiheit, wenn ich was dazu erfinden kann. Ihre Eltern scheinen ein bisschen introvertiert zu sein, jeder auf seiner eigenen Art. Irgendwas zieht sie fort, die Stadt bei ihrem Vater, die Natur vielleicht bei ihrer Mutter, wenn sie die Rehe füttert. Und haben Sie das vielleicht geerbt, dieses Mysteriöse? Also diese Zurückhaltung anderen Menschen gegenüber habe ich schon. Es ist aber, wenn ich jemanden gern habe, dann kann ich schon... Dann bin ich herzlich und ich habe auch andere Leute gern, aber nicht zu viele. Es ist dann, das muss man alles irgendwie bewerkstelligen. Also wenn ich zu viele Verwandte hätte, mit denen ich beschäftigen müsste, dann wäre ich überfordert. Und auch mit Freunden ist es so. Also mir ist es lieber, ich habe nur ganz wenige Freunde. Es fehlt auch die Zeit manchmal, es fehlt sich auch richtig die Zeit. Um sie zu natürlich kümmern. Und es ist auch... Es geht gar nicht. Ja. Es geht, was heißt kümmern? Ich meine, die sind dann so eigenständig und dann haben sie auch ihre eigenen komischen Sachen. Und es ist dann schwierig. Sie hatten mit Ihrem Vater eine ganz spezielle Beziehung. Ja. Vieles lief über die Bücher. Was war dann genau da der Austausch über die Bücher? Ja, ich meine, meine Schwester war auch sehr mit Büchern immer beschäftigt, aber ich mit meinem Vater eigentlich... Noch mehr, weil wir immer darüber geredet haben. Meine Schwester hat immer nur gelesen. Die hat wirklich, das war wie sie wie Nahrungsaufnahme des Lesens. Die hat es richtig gefressen, die Bücher. Und ich habe schon gerne ein bisschen aufgeschaut und dann ein bisschen beobachtet und so. Und meinem Vater zugehört, wenn er was erzählt hat. Er hat ja auch nicht wahnsinnig viel erzählt, aber wenn er was über Literatur geredet hat, hat mich immer sehr interessiert. Er war ein Mann weniger Worte und mochte jemanden, der gut schweigen konnte. Ja, genau. Sie haben etwas länger warten müssen, bis Sie Ihre Karriere als Schriftstellerin wirklich leben konnten. Ja. Was hat Sie dann schlussendlich überzeugt, diesen Weg zu gehen für sich? Ja, ich habe nicht immer gewusst, dass ich schreiben will. Aber es ist auch so, anfänglich, da waren die Kinder klein und dann, ich meine, mit vier Kindern kann man auch nicht so wahnsinnig viel schreiben, hat man wenig Zeit und ich habe immer geschrieben, aber ich war dann auch immer ein bisschen schlampig beim Schreiben, weil es fehlt dann auch die Konsequenz, man muss ja viel nachdenken drüber, viel recherchieren, wenn man was schreibt und jetzt habe ich einfach viel Zeit und das ist schon sehr gut. Könnte man sagen, dass die Beziehung zwischen Ihren Eltern damals auf der Cengla das Fundament Ihrer idyllischen Kindheit
war? Ja, ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, ja. Besonders deshalb, weil die Idylle war so intensiv und dann plötzlich war dieser Bruch da, als meine Mutter gestorben ist und wir mussten weg und es war wirklich wie eine Vertreibung. Mhm. Und dann ist das eine natürlich ganz extrem, also dieser Zufluchtsort und dieses Heimelige, das war dann so schön und so stark und das andere war dann so plötzlich so leblos. Mhm. Also eben nach dem Tod ihrer Mutter sind sie dann mit ihren Schwestern bei Verwandten in Bregenz gelandet. Mhm. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Ja, ich denke eigentlich gar nicht gern dran, weil man ist sich immer so übrig vorgekommen. Also wenn man auf engem Raum mit anderen Leuten lebt und dann hat man immer das Gefühl, es ist kein Platz da. Man muss sich irgendwie an die Wand drücken und es sind so viele Leute da. Jeder braucht Beachtung und wenn man da eigentlich gnädigerweise aufgenommen wird, dann muss man sowieso still sein und froh sein. Und das ist kein guter Ausgang, finde ich. Aber diese Drei-Mädchen-Republik, die Sie gegründet haben, hat Ihnen geholfen? Ja, wir haben sehr zusammengehalten. Mit Ihren Schwestern? Ja. Seid ihr euch immer noch so nahe? Und wie haben Sie Ihre... Ich mag sie nach wie vor sehr gerne, aber wir haben uns total entfernt. Also das ist, sie haben einfach völlig andere Wege eingeschlagen. Mhm. Und dann entfernt man sich. Ich meine, wir telefonieren miteinander und die kommen mich dann besuchen und so. Aber es ist nicht mehr das, was es früher war. Es kann auch ein bisschen Erinnerungen hervorbringen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Ja, ich weiß nicht. Es ist einfach so, wenn ich sie sehe, ist eine gewisse Fremdheit da. Mhm. Ich kann es gar nicht erklären, aber auch von ihrer Seite aus, nicht nur von meiner. Mhm. Weil einfach so viel Zeit dazwischen ist, wo das anderes Erlebtes da ist. Die haben was erlebt, was ich nicht weiß und ich. Und das gibt Fremdheit. Also das ist einfach eine natürliche Konsequenz. Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Erwachsenwerdens. Ja. Haben Sie das Buch gelesen? Ihre Schwester? Ja, die haben es gelesen. Und die haben es gemocht. Also die Bagage mochten sie nicht so gerne, aber Vati haben sie sehr gemocht. Also war es schon irgendwie... Ja, also die haben gesagt, oh, du warst wirklich zu uns gut, also was du geschrieben hast über uns, aber sie war ja auch so. Ja, so haben sie es empfunden. Ja, ja. Nach dem Tod ihrer Mutter hat keiner mit euch darüber gesprochen. Nein. Und sie haben ihren Vater auch nicht, oder euren Vater gar nicht gesehen. Nein, mein Vater war einfach weg. Das war so gespenstisch. Wir wussten ja gar nicht, ob der überhaupt hier wiederkommt. Der war einfach verschwunden, der ist da eben in dieser Klause gewesen und hat sich einfach nicht um uns gekümmert. Und meine Tante hat sich ja öfter angeklopft und gesagt, du komm mal und kümmere dich um deine Kinder, ich kann die nicht ewig nehmen. Und er hat sich aber eine Zeit lang wirklich geweigert. Und dann hat er gesagt, irgendwann hat er zu uns gesagt, weißt du, wenn ich jetzt Geld hätte, dann würde ich mir eine Frau nehmen, die aufräumt und so, und dann müsste ich nicht nochmal heiraten. Ist ja auch brutal, oder? Okay, ja, schon irgendwie. Ja. Aber wie habt ihr das eigentlich überwunden? Diese Zeit war sicher für Kinder sehr schwierig. Ja, es war schwer. Also es war wirklich schwer. Und ich weiß nicht, ob wir es überwunden haben, aber es ist halt vorbeigegangen. Mhm. Mhm. Ja. Ist es irgendwie kathartisch, ein bisschen darüber schreiben zu können? Ja, in gewisser Weise schon, aber viele Leute fragen mich, ob ich es als Therapie empfinde, würde ich auf jeden Fall Nein sagen. Mhm. Weil das Schreiben empfinde ich schon als Arbeit. Also es ist nur, um mir da irgendwie mein Leben zu glätten, ist es nicht. Das Schreiben hat schon eine andere. Also man hat das Bedürfnis zu schreiben, ich glaube, auch wenn man kein Leid erfahren hat. Das ist einfach ein Bedürfnis, was man hat. Mhm. Werden Sie manchmal beim Schreiben emotional? Gibt es manchmal am Schreibtisch Tränen? Also Tränen würde ich jetzt nicht sagen, aber so, ich merke schon, dass ich dann so aufgewühlt bin. Mhm. Und dann denke ich mir, jetzt kurz Pause und dann wieder dran oder so, ja, schon. Also man muss ein bisschen Abstand nehmen wieder, ja. Damit man es verarbeitet als Künstlerin. Und ich glaube, es ist auch... und sagt man, wieso schreibst du über deine Familie, ist dir das nicht peinlich oder so? Aber diese Emotion, die ich beim Schreiben habe, die kippt ja auf die Leser über. Ja. Und das finde ich schon aufregend, weil ich selber lese auch gern Biografien. Weil sie auch so, es hat dann sowas, ich habe jetzt drei Bücher von einer dänischen Schriftstellerin gelesen.
ich weiß jetzt gar nicht, die heißt, mit Vornamen heißt sie Toria. Und die hat Anfang dieses, des letzten Jahrhunderts gelebt. So großartig, großartig. Eben, ich finde das extrem mutig, wenn man ja ein bisschen von sich preisgibt. Und sie hat, und sie sagt das auch, sie sagt, sie hat auch probiert, andere Sachen zu schreiben und dann merkt sie halt, wie die Emotionen so, so ganz karg sind, oder? Und dann ist es dann so Kopfarbeit oder man schreibt, was man sieht und dann ist so eine Distanz da. Ja. Und wenn man autobiografisch schreibt, dann ist es so wirklich, also das, das sind die Gerüche da oder die, die Empfindungen, das ist viel intensiver. Hm. Hey. Wie würden Sie die Mentalität beschreiben, die damals zur Zeit der Erzählung in Vorarlberg geherrscht hat? Ja, schon eher steif. Steif und auch, also auch, man durfte keine Emotionen zeigen, man musste so immer so Kontenance bewahren und mhm, man hat erwartet auch, dass man sich benimmt. Mhm. Das ist ja auch irgendwie ein dummer Ausdruck, aber so hieß das damals, meine Tante hat mir gesagt, ihr müsst auch einfach gut benehmen. Also was heißt das? Einfach so der Norm entsprechen, also nicht ausweichen, nicht irgendwie... Nicht auffallen. Nicht auffallen. Ja. Es war auch eine bestimmte Grobheit und Gewalt. Es war einfach, irgendwie unterschwellig, hat man den Eindruck. Sie hatten Angst vor ihren Verwandten. Ja, sie war, also die Grobheit meines Onkels war schon hart. Also ich meine, der hat uns nie geschlagen und so, aber der hat seine Kinder, also seine Buben hat er geschlagen. Aber diese Grobheiten, weil in unserer Familie gab es keine Grobheiten. Mein Vater hätte nie uns geschlagen, meine Mutter sowieso nicht. Und aber jetzt meine Schulkameradinnen, die haben oft erzählt, dass sie eine draufkriegen. Das habe ich nie verstanden, dass man das macht. Und dann haben viele Frauen weggeschaut. Ja, genau, das ist es dann. Einfach nicht. Und dann, ja, oder sogar gesagt, es wird schon ein Grund da gewesen sein. Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Mhm. Weil wenn man dann zur Verteidigung, also des Vaters oder der Mutter, einen Grund findet, warum man es verdient hat, ja, dass man alles aufkriegt, das ist doch irgendwie nicht normal. Selbstmord ist im Buch einige Male erwähnt als Ausweg, als Trotzreaktion dem Leben, wenn es nicht ganz so gelungen ist. War das tatsächlich so? Ja, also ich habe immer im Hinterkopf gehabt, ich kann mich immer noch verschwinden lassen. Mhm. Und das war wie ein Trost. Mhm. Also als ich dann die Kinder hatte, natürlich habe ich nicht mehr darüber so nachgedacht, aber als ich allein war, da habe ich, das war immer ein Gedanke, dass ich gedacht habe, ich kann ja immer noch. Und das war ein Trost, da muss ich wirklich sagen. Ja, eben, Mütter haben diesen Luxus nicht unbedingt. Ein Trost war auch die Schönheit. Ja, ich meine, das war meine Großmutter. Die hat, ja, sie hat irgendwie gedacht, ich bin wenigstens etwas. So, ja, oder? Ja. Ist das Schreiben auch eine Art Trost? Ist es eine Schönheit? Ja, schon. Weißt du, wenn man so eine Insel für sich hat, wenn man plötzlich für alles, was man macht, verantwortlich ist, was man sich ausdenkt, wie man es aufschreibt, das finde ich unheimlich schön. Das ist wie wenn man ein Haus baut oder einen Garten anlegt. Oder da ist so viel Verantwortung dabei. Und man will es ja auch schön machen. Eben, man gestaltet aber sein Leben in Freiheit nachher. Ja, genau. Sie haben auch geschrieben, die Zeit nach dem Tod ihrer Mutter, es war, als ob ein Stück Zeit aus meinem Leben geschnitten worden wäre. Die grausame Schere hat nicht viel übrig gelassen, fast zum Vergessen wenig. Haben Sie Angst vor dem Vergessen? Eigentlich habe ich keine Angst, weil ich denke, ich vergesse es eh nicht. Ja. Weil es ist so, wenn man jetzt so konzentriert arbeitet wie ich zurzeit oder auch schon vor ein paar Jahren, dann ist man so bei sich, dass man eigentlich, glaube ich, nicht allzu viel vergisst. Und bevor man es vergisst, schreibt man es auf. Genau. Kann man denn über das Schlimmste, was man überhaupt erlebt hat, schreiben? Und weil Sie haben ja geschrieben, es gibt ja Ereignisse, die in der Seele verschlossen sind und die an den Stäben rütteln. Ja, also ich glaube auch, das ist wie wenn... Wenn es in dir sagt, also in dir drinnen sagt, wann komme ich dran? Hm. Es ist so, die Ereignisse sind, vielleicht sind sie zurückgesteckt, sie sind
sie sind versteckt, aber irgendwann kommen sie zum Vorschein. Immer. Ob sie immer zum Vorschein kommen, aber ich glaube mit der Zeit schon. Einige Aussagen ihrer Verwandten haben sie auch geprägt als Mädchen, wie zum Beispiel das von der Tante Käthe. Es geht niemand verloren. Was bedeutet das für Sie? Ja, das hat mich aber getröstet, weil das ist so, ich meine, wir waren die drei Mädchen, dann hat sie selber noch drei Kinder gehabt und es war so wahnsinnig eng in ihrer Wohnung und wir sind dann oft erst spät am Abend heimgekommen und manchmal hat man erst gemerkt, wo ist denn der, der ist ja noch gar nicht da, oder, weil es so eng war und so viel und dann, sie hat immer gesagt, ach, der kommt schon, es geht niemand verloren. Eben, und heute hat man immer ein Handy dabei, da geht man wirklich nicht verloren. Genau. Aber das war einfach schön. Es war vom Gefühl, da geht niemand verloren, weil was soll er machen? Er muss ja wieder an den Futterdruck oder so. Ja, ja. Also das Vertrauen im Leben eigentlich war vorhanden. Ja. Das ist ein schöner Trost. Das ist schöner, weil jetzt mit dem Handy, das ist ja auch ein falscher Trost oft, oder? Allerdings. Ihr Blick auf Ihre Familie ist immer barmherzig und tolerant. Kommt das mit der Zeit? Besteht vielleicht da ein Wunsch auf Versöhnung? Ja, ich meine, bei uns, es gab ja nie einen Zwist oder ich habe nie gestritten mit meinen Leuten und ich war ihnen auch nicht böse. Ich habe immer nur versucht, sie zu verstehen. Und in meinem Leben, ich habe ja auch viel falsch gemacht. Aber ich glaube, ich habe keinen Grund, auf jemand Böses zu sein. Zweimal im Buch schreiben Sie, wir haben uns alle sehr bemüht. Ja. Ist es Ihnen wichtig, das auch zu sagen? Ja, es ist komisch. Das ist auch so ein Satz in unserer Familie. Ich weiß, sogar meine Kinder sagen, Mama, du, ich habe es nicht besser hergekriegt. Ich habe mich zwar bemüht, aber es ist halt so geworden. Ja. Oder? Das ist so irgendwie auch ein Satz, der ein bisschen Ohnmacht. Weil ich mache was und ich weiß, es entspricht nicht dem, was ich ja nicht machen wollte. Und dann... Aber ich sag dir, ich habe mich wirklich bemüht und dann ist es was wert. Okay. Oder ich hätte es nicht besser machen können, so. Ja. Sie sind auch schon lange mit Michael Kühlmeier verheiratet. Welche Vorteile oder auch Herausforderungen gibt es denn, mit einem Schriftsteller verheiratet zu sein? Also ich würde eher sagen, es sind Vorteile, so sehe ich es, weil... Ich weiß einfach, dass er mich kritisiert, gnadenlos, und ich ihn auch. Und es ist nicht, also ich weiß, er wird mich nicht anlügen, er will nicht sagen, um mir was Gutes zu tun, du, das ist so toll, was du gemacht hast, weil das nützt mir nichts. Ich will genau bewertet werden. Und da kann ich mich auf ihn verlassen und er kann sich auf mich verlassen. Können Sie sich vorstellen, mit einem Nicht-Autor zu leben? Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja. Nein. Er ist auch der erste Leser ihrer Bücher. Ja. Wie funktioniert das genau? Geht es stückweise oder nach einem Kapitel? Ja, oder schon. Es kommt drauf an. Es ist auch eine Laune. Es ist, manchmal schreibe ich ganz lang und zeige ihm nichts. Und bei ihm ist es auch so. Manchmal zeigt er mir eine Seite und sagt, ich bin da irgendwie unsicher, was meinst du und so. Jetzt in dem Neuen, was ich schreibe, Löwenherz, da habe ich versucht, eine Liebesszene zu schreiben. Und das ist jetzt, ich erzähle es drum, weil es ganz typisch ist für unsere Zusammenarbeit. Also ich sitze im oberen Stock, er sitzt unten und ich rufe ihn an und sage, du, ich bin jetzt gerade dran, eine Liebesszene zu schreiben und ich weiß, ich kann es nicht. Was sagst du dazu? Und dann reden wir einfach über die Art, wie eine Liebesszene zu schreiben wäre. Und dann stellt sich heraus, es ist eigentlich das, was wir geredet haben, die Liebesszene, die erübrigt sich dann. Und das finde ich, wir wussten ja nicht, wie es sein wird, aber das war dann unheimlich raffiniert. Also einfach über die Art, wie über das zu schreiben wäre. Und gar nicht auf jetzt die Person im Buch bezogen. Aber das hat so was Exotisches gehabt, ich habe das jetzt einmal im Buch drinnen lassen. Also diesen Dialog, wie wir uns darüber unterhalten. Der Austausch. Der eigentlich. Austausch. Und das war richtig spannend. Und dann sage ich zu ihm, glaubst du, ich könnte das einfach im Buch lassen? Das ist ja eigentlich die Szene, die ich nicht schreiben kann. Und jetzt habe ich es einfach drin gelassen. Also ich habe es noch niemand gezeigt, also außer dem Michael. Aber ich finde es spannend. Das ist eure Liebesszene sozusagen? Ja, es ist keine Liebesszene, es ist das Sprechen über eine Liebesszene. Mhm. Das ist auch ein Austausch. Ja, richtig. Intimer Austausch. Ein intimer Austausch, ja. Man kriegt wahrscheinlich tiefe Einblicke ineinander, wenn man sich so über intime Sachen, also das Schreiben auch, austauscht. Will man denn alles
wissen oder sehen? Nein. Nein, ich war immer der Meinung, es ist nicht gut, von einem Menschen alles zu wissen. Mhm. Nicht, weil er jetzt böse, dunkle Seiten hätte und so, aber weil ich auch nicht will, dass man alles von mir weiß. Mhm. Weil ich es total wichtig finde, dass jeder Mensch ein Geheimnis hat. Oder es ist einfach, es gibt dir Sicherheit, wenn du etwas hast, was nur dir gehört. Mhm. Und das, ich glaube, das braucht auch kein anderer zu wissen. Also Sie sind jetzt dran, nochmal ein Buch zu schreiben. Ja. Das ist auch wieder die Geschichte der Bagage. Ja. Es handelt um... Es geht um meinen Bruder. Ja. Ja. Und das war wirklich ein unglaublicher Kauz. Und es ist ja auch ein lustiges Buch, weil er war wirklich ein extrem schräger Vogel. Aber es ist auch ein trauriges Buch natürlich, weil er sich das Leben genommen hat. Aber eigentlich denkt man sich bei ihm nicht, dass er einer ist, der sich das Leben nimmt, so wie er gelebt hat. Mhm. Und das hat mir schon Freude gemacht, das zu schreiben. Und es war auch manchmal was hart, weil dann war er ganz nah da. Ach. Ja, und dann, und ich meine, es ist auch schon lange her, als das passiert ist, aber dann hat man plötzlich das Gefühl, das war ja erst. Dann ist es so nah. Eben die Zeit, nachdem man jemanden verloren hat, ist oft mal vergeht im Nu, weil man irgendwie erstarrt. Richtig, man erstarrt. Und dann, wenn man es wieder hervorzieht, dann bewegt sich es plötzlich wieder. Mhm. Ja. Und es geht vielleicht ein bisschen besser, diese Person wieder zu sich zu holen. Ja. Trotz diesen Schicksalsschlägen haben Sie immer eine sehr sanfte und gütige Art zu schreiben. Sie haben auch zu sein. Wie gelingt es Ihnen? Ja, ich weiß nicht. Ich denke mir, es ist einfach wichtig. Ich meine, das ist so ein Modewort inzwischen geworden, dass man sagt, man muss einfach ehrlich sein, man muss authentisch sein. Also ich sage das gar nicht gern, weil es jeder inzwischen sagt. Aber man muss irgendwie einfach dem entsprechen, was man ist. Und ich glaube, das tun viele Leute, aber manche können es gar nicht mehr, weil sie so verfremdet sind durch vieles. Und sie denken, ich muss etwas sein, was einer von mir erwartet, aber das muss ich nicht. Und das finde ich so traurig, wenn Menschen, die sich selber irgendwie im Unklaren sind über sich selber, sich dann einfach so, dass sie so leben, als ob sie ein anderer wären. Das sieht man oft. Und das kann nur Unglück bringen, glaube ich. In dem Sinne ist es besser, man festigt sich innerlich. Ja, ja. Und das ist das vielleicht, was man spürt hier bei ihren... bei der Bagage, bei Fatih und wahrscheinlich bei Löwenherz, dass da irgendwie innen ein Anker ist. Ja. Ja gut, ich meine, ich komme ja immer wieder auf das Gerüst zurück. Oder wenn ich sage, meine Familie, meine Bagage ist ein Gerüst, das ist einmal der Sockel und dann geht es einfach weiter nach oben. Und immer ist es verankert. Es ist immer wieder verankert. Und das finde ich schön, wenn es immer wieder... Da kann man sich erinnern, ich meine, wenn ich mich an eine Wiese auf der Tschengel erinnere, dann ist es schon mit Wehmut verbunden, weil ich mir denke, so eine Wiese gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja. Ich war einmal oben auf der Tschengel auch so im Frühsommer und dann habe ich gefragt, wo sind denn die ganzen Enzian, ne? Diese blauen, die Wiesen waren blau von diesem kleinen Enzian. Und dann hat man mir gesagt, die düngen die Wiesen, dann gibt es die nicht mehr. Das ist so brutal, dann sind die aber weg. Und trotzdem fühlt man sich in Ihren Erzählungen geborgen. Ja. Sie haben eine sehr, eben diese Art zu erzählen und zu schildern, wo man gerne länger verbleiben möchte. Ah, schön, freut mich. Ja, das ist gerade jetzt, glaube ich, für die Leute sehr schön. Ja, das sagt man mir manchmal, dass man sich wohlfühlt in den Büchern. Ich meine, ich fühle mich auch gern wohl in Büchern. Ja, also vielen Dank jedenfalls für diese tollen Bücher. Wir freuen uns auf das nächste schon. Ja, ich freue mich selber auch. Danke auch für das offene, nette Gespräch. Danke. Alles Gute. Danke.